Parallel zum alpinen Skisport entwickelte sich das sogenannte Schneeschuhlaufen, der heutige Langlauf. Nach den Erfolgen im alpinen Bereich baute das Unternehmen 1975 den Pistenbully 060D, ein eigens für den Loipensport entwickeltes Fahrzeug. Das Fahrzeug verfügte über Anbaugeräte wie ein Räumschild, Glättebrett und einem Loipenspurgerät. Es zeigte sich schon bald, dass für die Optimierung der Langlauf- und Skatingloipen leistungsstärkere Maschinen erforderlich waren. Das Leistungsspektrum steigerte sich von 60 PS bis heute auf über 250 PS. Diese Maschinen haben eine hydraulisch angetriebene Heckfräse sowie Loipenspurfräsen und einzeln aushebbare Loipenspurplatten. Die Fahrzeuge wurden stetig gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickelt.